Hallo und willkommen bei Immobli. Wir sind hier heute auf Gotland in Schweden. Da hat Audi uns auf dieser Location hier am Meer ein neues Auto hingestellt, nämlich einen neuen Ableger des e-tron. Jetzt schauen wir uns den hier mal von vorne an und ihr seht, eigentlich ist das nur der normale e-tron. Da sagt ihr, das kennen wir doch alles schon. Naja, es ist nicht der normale e-tron SUV, den wir schon kennen, sondern dieses Auto hat eine Besonderheit. Und was das ist, zeigen wir euch jetzt. Wir sind jetzt einmal hier um diesen Audi e-tron herumgelaufen und dann fällt einem der Unterschied sofort ins Auge. Das Heck fällt anders ab als beim e-tron Quattro, denn es ist jetzt der e-tron Sportback. Technisch ist der Audi e-tron Sportback seinem SUV-Bruder ziemlich ähnlich, also er steht weiterhin auf der gleichen Plattform. Die markanteste Änderung ist eben die Karosserie, aber es gibt noch ein paar Details, die sich geändert haben und dafür konnte ich ein paar Aussagen von einem Audi-Experten bekommen. Also mein Name ist Stefan Berlitz. Ich bin bei Audi verantwortlich für die Entwicklung Lichtinnovationen. Wir haben hier das Audi Digital Matrix Light drin. Wir haben erstmals wirklich voll digitales Licht. Ich habe sogar einen Chip dabei, der das zeigt, wie wir da arbeiten. Die Technologie versetzt uns in die Lage, wie bei einem Beamer, den man im Besprechungsraum hat, tatsächlich Filme auf die Straße zu projizieren. Dürfen wir natürlich nicht, wir machen auch keine Filme, aber wir nutzen es natürlich, um voll flexibel unser Licht zu verändern und da entsprechend verschiedene Lichtverteilungen so zu machen, wie wir sie gern hätten. Oder eben auch, um den Fahrer mit einer entsprechenden schönen Animation zu begrüßen. Natürlich sind all die Funktionen, die wir hier haben, auch gesetzlich zugelassen. War natürlich nicht ganz einfach, wir haben da diskutieren müssen, waren auch mit dem Kraftfahrtbundesamt zusammen, sind in der frühen Phase mit Prototypen gefahren, haben die Lichtverteilungen mal gezeigt, was wir haben. Haben zum Beispiel so einen Teppich vorm Fahrzeug, der so die eigene Fahrspur ausleuchtet, Kamera erkennt die Fahrbahnmarkierung und leuchtet die Spur aus. Kam sogar beim Kraftfahrtbundesamt sehr gut an, weil die gesagt haben, dann ist ja vor dem Fahrzeug schon so ein Lichtteppich, der quasi virtuell die Fahrspur reserviert. Und wenn man dann so neben sich so einen Lichtteppich sieht, weiß man, okay, ich sollte vielleicht nicht auf die Seite wechseln. Nur weil man im Rückspiegel ein Auto sieht, weiß man ja noch lange nicht, auf welcher Seite der vorbeifährt. Kam zum Beispiel sogar positiv an beim Kraftfahrtbundesamt. Also diese neue Technologie, die kommt jetzt neu mit dem e-tron Sportback. Ist dadurch aber, dass die Front, wie vorhin ja schon angemerkt, doch sehr ähnlich ist. Sie ist eigentlich gleich. Da ist der Scheinwerfer auf der gleichen. Das heißt, auch der normale e-tron bekommt diese neueste Lichttechnologie. Und das Ganze wird zu einem Preis auf den Markt kommen. Das ist on top, es ist eine Zusatzausstattung. Ist sicherlich nicht günstig, ist eine sehr teure Technologie, die am Anfang mit reinkommt. Aber wie bei allen Technologien, es wird halt mit der Zeit günstiger. Aber erstmal ist es exklusiv für e-tron Sportback und e-tron. Mein Name ist Jens van Eickels, ich bin der zuständige Modellreihenleiter für den e-tron und den e-tron Sportback und ich bin ganz stolz, hier heute das Fahrzeug präsentieren zu dürfen. Wir haben mit dem Fahrzeug nicht eine wunderschöne Dachlinie gemacht, die auch sehr optisch ansprechend ist, sondern diese Dachlinie bringt vor allen Dingen auch Effizienz. Allein die Form des Fahrzeugs führt zu einem CW-Wert von 0,25, was sich in Reichweite in gut 10 Kilometern ausdrückt. Und ein weiteres Highlight, was wir jetzt mit diesem Fahrzeug anbieten, ist das S-Line-Paket, hier noch mit der Spoilerkante auf der Heckklappe. Auch das bringt noch mal weitere 3 Kilometer an Effizienz. Wir haben nicht nur draußen was Neues gemacht, sondern auch unter der Haube eine ganze Menge an Verbesserungen letztendlich noch mal bewerkstelligt. Wir haben insgesamt über 440 Kilometer an Reichweite mit dem e-tron Sportback 55. Das Fahrzeug ist noch nicht homologiert, es kann durchaus sein, dass es noch ein paar Kilometer mehr werden. Was haben wir alles gemacht? Wir haben letztendlich uns nochmal der Technik gewidmet, dahingehend, dass wir die Applikation des Achsantriebs nochmal optimiert haben. Wir können jetzt im reinen Schubbetrieb die Vorderachse komplett abkoppeln. Allein das hat 10 Kilometer nochmal in Reichweite gebracht. Darüber hinaus haben wir das gesamte Thermomanagement für die Leistungselektronik angepasst. Wir haben da von 2 Pumpen auf 1 reduzieren können. Das hat Gewicht, Package, Kosten und Effizienz gebracht. Darüber hinaus haben wir an den Bremsen auch noch mal was verändert, dass wir letztendlich gar keinen Reibeinfluss mehr bei normaler Fahrt haben zwischen Bremsbeläge und Bremsscheibe. Und dieses alles zusammen mit den Maßnahmen außen bringt uns eben auf eine Reichweite von deutlich über 440 Kilometer. Neben den Effizienzmaßnahmen haben wir auch noch mal auf ein paar Kundenanmerkungen reagiert.
Wir haben zum einen die Rekuperationsstufen noch mal etwas verstärkt. Das heißt, der Kunde spürt jetzt deutlich mehr, dass wir rekuperieren, obwohl wir das vorher auch schon sehr gut konnten. Und er kann jetzt mit den gewohnten 3 Stufen in der höchsten Stufe mit 1,3 Meter pro Sekunde Quadrat rekuperieren. Und es wirkt schon so wirklich wie ein kleiner Bremsvorgang, sodass ich dann auch als One-Pedal-Feeling das Ganze merke als Kunde und viele Kunden das von einem E-Fahrzeug so gewohnt waren. Und auch das haben wir jetzt hier mit diesem Fahrzeug realisiert. Das kommt übrigens dann auch für den e-tron. Ein weiteres Feature, was auch wir verbessern mussten, war durch den rasanten Aufbau jetzt der Schnellladeinfrastruktur, insbesondere der High-Power-Charger, kamen wir eigentlich mit unseren Navigationsupdates nicht mehr nach, die wir bis jetzt alle 3 Monate gemacht haben. Und da kommt jetzt eine Online-Integration, sodass ich tagesaktuell tatsächlich die Ladesäulen aktuell in meinen Navigationsdaten hinterlegt habe. Ja, das war's auch schon mit unserem Video zum neuen Audi e-tron Sportback. Ihr seht, obwohl sich eigentlich nur die Karosserieform verändert hat auf den ersten Blick, wurde auch noch an einer ganzen Menge anderer Features was gearbeitet. Und ich glaube, vor allem das Thema Reichweite könnte dem Auto zu einem ordentlichen Erfolg verhelfen. Noch mehr gespannt sind wir dann aber darauf, was Audi kann, wenn der neue e-tron GT kommt. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.